You can't get out now, Dana. So tell me the truth or rot in there. Oha, was ist denn da los? Welcome to the real drama queens of Blackwell. Let me out, Juliet. This is so stupid. Juliet, was hat sie vor? Answer, you wuss. Ugh. Juliet looks like she's ready to throw down. Wen will sie denn da anrufen? You are ridiculous. Hey, Juliet. Is everything cool? Oh yes, Max. I've locked Dana in the room because we're cool. Was hat sie getan? Sie ist deine Freundin. What did she do? What didn't she do? Dana's been sexting with my boyfriend. What? Ouch. How did you find out? Why do you care? Why are you even asking me? You never talk. Just zone out with your camera. That's why I'm talking to you now. What's my last name? Das ist eine gute Frage. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht Olsen? Juliet. Juliet Olsen. That was truly sad. Thanks for your concern, Max Caulfield. By the way, Juliet Watson. Okay, gut zu wissen. Ich denke, wir sollten die Zeit zurückdrehen. So. Dann versuchen wir es doch direkt nochmal. Hey, Juliet. Oh, yes, Max. So, was hat sie getan? What did she do? What didn't she do? Ouch. Why do you... That's why I'm talking to you now. What's my last name? Watson! Juliet Watson. Duh. I'm flattered. I didn't even think you knew my name at all. Of course I do. Just because I don't talk a lot doesn't mean I don't care. So, how did you find out about them? According to Victoria, Dana would do anything to date a quarterback. According to Victoria? Huh. She saw the sext, and Zachary won't answer his phone. Once Dana admits it, she can go. Straight to hell. Max, I swear okay. I didn't do anything, Dana's still a cheerleader at heart. Können wir sie da jetzt nicht irgendwie rauslassen? Können wir nochmal mit ihr sprechen? Leave me alone, Max. Get a clue. Okay. Das haben wir uns doch alles schon angeschaut. Wir könnten raus. Sollen wir jetzt nochmal mit Victoria quatschen? Ich glaube schon, ne? Hier können wir nicht mehr viel machen. Wir haben uns alles angeschaut. Na, dann hoffe ich mal, dass wir... No need to go there now. Okay. Steht auf dem Board irgendwas, was wir noch nicht gesehen haben? I'd love to make a photo collage of every person who've posted these. Fürchtet euch nicht, seid bereit. Young Guns Training. Auch unter 21 könnt ihr lernen, wie man mit Feuerwaffen umgeht, von der AK bis zur Swodowka. Young Guns macht Spaß, ist sicher und nutzt perfekte Kunststoffreplikas. Haltet an unserem Bunker an für einen Test. Ja, definitiv sollten wir da hingehen. So, muss ich jetzt nochmal die Zeit hier zurückdrehen? Ich meine, sie will nicht mit mir sprechen. In die Duschen komme ich auch nicht rein. Ah, Victoria's Room. Ah. Ah, dann können wir hier also mal ein bisschen rumschnüffeln. Was hat sie denn so? Klamotten. Dior, Givenchy. Oh. You could pay for my tuition with that wardrobe. Oha. Wahrscheinlich auch teure Schuhe. Those boots are made for walking runways. That is a tasty plasma. Maybe I could sneak in and watch Final Fantasy Spirits Within. I don't care what anybody says. That's one of the best sci-fi films ever made. Was? Bitte was? So, was steht hier in den Zeitungen? I bet Victoria put Juliet on her shit list after this article. Ist der Vortex Club ein Kult von Juliet Watson? Einer der ältesten und einflussreichsten sozialen Gruppen der Blackwell Academy, der Vortex Club, wurde in den frühen 80ern als eine Welle der Rebellion gegen die Yuppies und die
Reagan-Area gegründet. Zu einer Zeit, als Computer-Nerds in Mülltonnen gesteckt wurden und blaue Haare ein Grund für Gewalttätigkeiten waren. Männliche Studenten, die Ohrringe trugen, wurden schikaniert und geschlagen. Jetzt hat jeder Footballspieler 2 oder 3 außergewöhnliche Piercings. Der Vortex Club war ursprünglich ein Zufluchtsort vor Gruppenzwang. Wie ironisch, dass er trotz revolutionärer Wurzeln von einigen Schülern als elitärer Club bezeichnet wird. Oder ist es nur Neid auf die erfolgreiche Organisation? Wir haben versucht, Vortex Club-Mitglied Victoria Chase zu interviewen, doch sie weigerte sich und hat sogar versucht, die Veröffentlichung der Story zu stoppen. Oh, okay, Victoria Chase, das wird sie doch dann wahrscheinlich wohl sein. Victoria hates Rachel Amber this much? How insecure. Wow, wie krass. Wen interessiert's? Schlampe. Victoria is a real Jefferson groupie. Oh ja. Hat sie ihre ganzen, seine ganzen Kollektionen mit allen Bildern. Ja, supi. Mark Jefferson. Ja, natürlich. Wie sollte es anders sein? Internationaler Fotograf Mark Jefferson. Okay. Oh ja, am Laptop rumschnüffeln, das ist bestimmt eine gute Idee. Victoria has the best Retina screen laptop. Natürlich hat sie das. Let me just check to see if she posted my picture. I'll give Victoria props for not posting my photo. And for this nice shot. Okay, was haben wir noch? Boom, this is the email I need to show Juliet. Oh. Now I have to print this fast and get the hell out of here. Taylor, ich bin traurig, darüber dir sagen zu müssen, dass ich Juliet und Dana total verarscht habe. Alles, was ich tun musste, war, Juliet zu sagen, dass ich ein Nacktfoto von Dana auf 6 Handy gefunden habe. Die blöde Kuh hat mir geglaubt, also erwarte ich bald einen Amoklauf im Wohnheim. Und wegen Dana, ja, wen interessiert's? Das ist so ein Drama hier, ne? Ganz ehrlich, ich bin... Oh, eben noch die E-Mail ausdrucken. Ich bin sehr gespannt, wie sich das zum Ende hin alles aufklärt. So, nehmen wir die E-Mail mal mit. This better convince Juliet that Dana is innocent. So, was haben wir hier noch? Oh, der Schmuck. Okay, if I did wear expensive jewelry, I would wear this for sure. Ja, und ein Sticker. Yes, I get it. Enter the Vortex Club. No. No. Oh. They should call this series aloof. Cold and soulless. Kinda like Victoria. Was ist das? No, officer, I'm not snooping. Just admiring Victoria's cutting-edge Ah, ist das ein Tablet? Is she going to get a 3D printer for her dorm room? Maybe I will join her posse. Okay, create your future. Okay. Mit dem Drucker, alles klar. Oh. She's actually got a classic medium format camera with some awesome prime lens. I hate you, Victoria. Wow, 3 Kameras. Okay, so, was sagt uns dieses Poster? Whoa, I had no idea Victoria's parents owned the Chase space. Color me impressed. Ouch. Well, at least she puts her photographs out there. Unlike me. Sehr geehrte Miss Chase, vielen Dank für die Vorlage Ihrer Unterlagen in der Croft Galerie. Leider sind Ihre Arbeiten mit unserem Leitbild nicht kompatibel. Wir danken Ihnen für Ihre Bemühungen und wünschen Ihnen viel Erfolg für die Zukunft. Beste Grüße, Amanda Croft. Oha, da hat sie wohl eine Absage bekommen. Die gute. So, ich glaube, mehr ist hier nicht, oder? Können wir am Spiegel was machen? Nein. Können wir uns die Fotos hier anschauen? Ja, das geht. Speaking of selfies. Oh. Let's play a little photo Tetris and leave Victoria a message. Let's move this here. And this one there. Hmm, a pattern is emerging. Was? Sie sollte das jetzt nicht so... Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Jetzt macht sie davon noch ein Foto. Ja, ich weiß ja nicht. Soll ich das doch noch rückgängig machen?
Ich meine, das gibt doch nur Stress hier, oder? Ich mache doch nur unnötig Ärger. So. Wir lassen es mal so. Ich glaube, habe ich das Foto dann jetzt trotzdem dabei? Das wird mich noch interessieren. Ja, rein theoretisch dann ja eigentlich nicht, oder? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, huch. So, zeigen wir ihr die E-Mail. Juliet, read this. Of course. I'm an asshole. I'm sorry, Dana. You are. And I hope so. You really think I'd mess around with Zachary? No, but I get stupid jealous. I owe you dinner. Still love me? And you do my laundry. Thanks, Max. You're like the Blackwell Ninja. Now let's see what Zach has to say about Victoria. Uh-oh. You set me free. Thank you. Warren's flash drive is on my desk. Ich hoffe, wir haben das Richtige getan. Almost done. Get the flash drive and then I'll go see Warren. Oh, da war ein Schwangerschaftstest. Oh, oh. That looks like a home pregnancy test. Oh, oh. Max, that's mine. Thank you. You're not helpful. You're just nosy. I think you better go. Was zur Hölle? Nice, Max. You hurt her feelings by being so damn nosy again. But I could rewind and make it up to her. Wollen wir es machen? Komm, wir machen's. Ich meine, das war ja jetzt auch nicht nett. Ich war nur total neugierig. Das war das Erste, was ich hier gesehen habe. Der Schwangerschaftstest. So, wir lassen ihn mal lieber liegen. Genauso wie den Brief, oder? This is both sad and pathetic. Okay, was steht da? Dana, ich weiß, ich bin nicht gut im Schreiben, aber ich dachte, ich sollte dir das hier schreiben, damit du mich, dummen Arsch, nicht für immer hast. Ich weiß, ich habe mich wie ein Idiot den anderen gegenüber verhalten, aber ich niemals gegenüber dir. Ich bin nicht der Mann, den du verdienst. Du hast gesehen, wie ich... Keine Ahnung, was ist, I passed out. Ich weiß es gerade nicht. Wenn du Geld brauchst, lass es mich wissen, Logan. Aha, der Logan, also. Wer ist Logan? So, was ist da noch? Nee, sonst nichts mehr. Wir schnappen uns erstmal hier das Must Laufwerk. Protect my precious, so Max never has to chase it down again. Was? Bitte was? So, ich glaube... Wollen wir hier was am Laptop machen? Ooh, Dana's Facebook wall is up and running. I shouldn't look. Okay. I better make sure everything is still in there. Ah, okay. So was... I think Warren forgot to hide the Party Buster folder. Not that I would open it, no matter how tempting. I have my self-respect. Okay, was haben wir denn da alles? Weird, da habt ihr mir natürlich geschrieben, Science ist natürlich nicht Geschichte, so wie ich das mal irgendwann übersetzt habe, sondern Naturwissenschaften, also Hausaufgaben und dann seine tollen Filme und dann die besten TV-Shows, das soll wahrscheinlich Music oder so heißen, nur halt so voll cool im Slang, oder? Genauso wie Randoms, Not Downloaded und dann Partybuster und dann nochmal Max. Okay. Cheerleader outfit. I can't even imagine what life would be like being a cheerleader. Dramatic, I guess. Dana takes her Blackwell spirit seriously. Oh, was haben wir hier? I assume Dana kept the appointment. Okay, Center for Women's Health, also Frauengesundheit, Geburt, Schwangerschaft, Frauenarzt halt. Okay, am 2. Oktober. Gut. Sprechen wir nochmal mit ihr. Hey, Dana. Seriously, thanks again. I can't believe Juliet locked me in my own room. Real mature. Victoria is not nice. I don't get it. She has everything. And to pull that prank on a friend?
Just because they're in the Vortex Club doesn't mean they're BFFs. I'm in it, and Victoria creeps me out. Max, you're smart to be a loner here. Though Warren obviously likes hanging with you. Was meinst du? Er ist ein guter Typ. Wir fragen mal, was meinst du? What do you mean? Oh, nothing. When you opened the flash drive, didn't you see the special folder called Max? Yeah, okay. I gotcha. Okay, wollen wir sie nochmal ansprechen? Now I feel too wiped out to leave. Ah, okay. Okay, geht anscheinend gar nicht gut, ich glaube. Dann gehen wir jetzt mal wieder zurück in unser Zimmer. Max's Room. Ich weiß zwar gerade nicht wirklich, was wir jetzt machen müssen. Also ich kann ja jetzt wahrscheinlich hier mal in die Ordner schauen. I better make sure everything is still in here. Ja, aber können wir da jetzt irgendwas... Okay. I think Warren forgot to hide the Party Buster folder. Ja, aber... Not that I would open it, no matter how tempting. Können wir damit I have my self-respect. Können wir damit jetzt nichts machen? Was war das? Das Buch? Okay, ich weiß es gerade wirklich nicht. Ich gehe nochmal raus und ich glaube, ich versuche nochmal komplett nach draußen zu gehen, oder? Vielleicht geht's ja jetzt. Wobei ich irgendwie so die... Oh, eine Nachricht von Warren. Okay, das ist schon ein wenig älter. Je länger ich texte, desto länger brauche ich. Ich bin auf dem Weg und er sagt okay. Fuck this shit. Was hast du denn? Können wir nochmal mit ihm sprechen? Get lost, hipster. I'm not doing any interviews. Oh Mann. Oh, was ist denn mit ihr? Alyssa, was ist los? Ouch, poor Alyssa. That'll leave a bruise. Was? Was ist denn da jetzt los? Hat er gerade irgendwas gemacht? Das habe ich nicht gesehen beim Rausgehen. So, wo ist denn jetzt der Warren? Oh, eine Nachricht von Victoria. Ja, danke, aber wir sind keine Freunde. Das ist sehr schön. Oh, was war hier? The Prescott Dormitory? Good Lord, Nathan's family owns my dorm? Ja, scheint so. Und wir haben ihn auch noch verpfiffen, aber das wird uns ja sowieso nicht geglaubt. So don't think I'm blind. I see everything here at Blackwell. Do you understand what I'm saying? No, and leave me alone. Oh, wir machen ein Foto, oder? Ja, wir machen ein Foto. Ich möchte es jetzt nicht da unterbrechen. You can't fool me. I know everything about this school. I cover the waterfront. So you better figure out what side you're on. Please, leave me alone. Was ist das für ein ätzender Typ? Oh, die kann einem voll leid tun, die Kate. Hope you enjoyed the show. Thanks for nothing, Max. Shit. Shit. Man, I should have stepped in between Kate and David. That asshole was so over the line. Wir machen's rückgängig. I could rewind and try something different. Ja. Okay. So, dann unterbrechen wir sie mal. Hey, why don't you leave her alone? Excuse us, this is official campus business. Excuse me, you shouldn't be yelling at students or bullying them. Hey. Hey, nobody is bullying anybody. I'm doing my job. No, you're not. You're part of the problem, Missy. I will remember this conversation. Boah, der ist, ey, fürchterlich, der Kerl. Könnt ihr den mal bitte rausschmeißen? Es geht ja gar nicht. Oh, Max, that was great. I think you scared him for once. I have to go, but thank you. It means a lot. Anytime, Kate. Ja, ich bin ja dann lieber auf ihrer Seite. I felt like an everyday hero helping Kate, but now Officer David Dickhead is after me. Maybe I should rewind and mind my own business? Nee, wir lassen es jetzt so.
I'm glad I stepped in that time. Can't stand to see people being bullied. How could Zack and Victoria do that to me? Juliet still looks upset about Zack and Victoria. I don't blame her. Aber wir können mal mit ihr sprechen. How are you doing? Oh, hey Max. Sorry, I'm still screwed up. Sorry you had to find out about Zachary that way. Or anyway. Better sooner than later. Now that skank Victoria won't be laughing behind my back anymore. Have you talked to Zach yet? Mr. Badass Football Hero is such a chicken shit. He said he sexted Victoria as a joke. Ha ha. I think Warren wants your attention. He usually does. Hang in there, Juliet. See you around, Max. Oh Mann, die Arme. Ich frage mich gerade, ob wir eigentlich irgendwie oben diesen USB-Stick jetzt rausbekommen. Das... Nein! Stopp! Nein, das wollte ich gar nicht. Das wollte ich doch nicht. Jetzt darf ich das alles nochmal vorspulen. Oh, hey, Max. Ich möchte ja gerne mit ihr reden, aber... Ja, ja. He usually does. Ja, alles klar. Nee, ich habe eigentlich hier nur ein paar Tasten gedrückt, weil ich wissen wollte, wie man das wegbekommt. Ich weiß es nicht. Ich habe gerade alles gedrückt. Aber wir belassen es dann mal dabei. So, das Graffiti wollte ich mir noch eben anschauen. I wonder how long before Samuel has to repaint that. Ja. Der Samuel, der ist auch irgendwie merkwürdig. Get your ass over here. Ja, ja, ist ja gut. So, hier haben wir nochmal die Rachel. Hallo, Warren. And there's Warren. Did he actually buy a used car? What up, Max? How are you? Here's your flash. Thanks. No problem. Check out my new wheels. Wow. Cool. Very old school. 1978 to be exact. Now we can go to the drive-in. There's one in Newburgh just 60 miles away. You're in the wrong time, Warren. But then, so am I. You okay? It's been one strange fucking day. I bet. I heard Victoria got a face full of paint. I'd pay money to see a photo of that. Was? Really? I wish I would have known. You probably could have raised a Kickstarter fund just for that one image of her covered in paint. Had I known that. Anyway, Victoria took down my photo, so that drama ended well. By the way, I saw Daniel's sketch of you online. Not bad, but I could do a much better job. Ach ja? Echt? Ja gut, der hat's gepostet, das wissen wir ja. Du kannst zeichnen. You can draw? I thought you were blinded by science, not art. Art is science. Music is math, etc., etc. I'd put Stephen Hawking against Picasso any day. Hardcore. So you must use a computer to draw? Of course. I'd love to tweak one of your selfies with some cool graphics. That might not suck. I'll let you know. So, did you get a chance to check out the movie booty on my flash drive? Yeah. Yeah, thanks. You had some cool shit on there, from Akira to Twilight Zone, which seems apropos today. I consider myself a pop cultural pirate connoisseur. That does sound better than thief. Ha ha. Make sure you watch Cannibal Holocaust. Oh Gott, da habe ich mal was von gehört. Ich habe den nie gesehen, aber ich sag mal, no fucking way. No fucking way will I watch that. My mind is twisted enough. I laughed my ass off. So you're sensitive. Ouch, that sounds awful the way you say it. Faster pussycat kill kill, bitte was? No, I was impressed you had faster pussycat kill kill. Russ Meyer was a genius of black and white. Plus, babes with breasts. Yeah, you beat your sensitive ass down. If I was lucky. Speaking of hip and fast, we should cruise out in my car to an actual movie this week. But you seem distracted. Reden wir darüber? Ja, wir reden darüber. I need to talk to somebody. Just to get it out of my system. Dr. Warren Graham is in the house. I won't even prescribe you any meds. Tell me everything. For reals, Warren, this is between you and me, not social media. Don't insult me. Max, go on. I had this incredibly bizarro experience in Mr. Jefferson's class today. I mean, life-changing.
Have you ever had a dream so real it was like a movie? Max Caulfield, right? You're one of the Jeffersons photo groupies? Shit. I'm one of his students. What the fuck ever? I know you like to take pictures, especially when you're hiding out in the bathrooms. You best tell me what you told the principal, now. Shit. Answer me, shit. Bitch. I told him the truth. A student had a gun. No, you told him I had a gun. That's why he dragged me into his office. And did what, give you a stern lecture? Nobody. Nobody lectures me. Everyone tries, though. They try. You should talk to somebody, Nathan. Do not analyze me! I pay people for that. Worry about yourself, Max Caulfield. Oh, ich hab ein bisschen Schiss vor ihm. Take a step back, Nathan Prescott. Oh man, you're telling me what to do? Get away from her, dude! Alter, was? Hey! Leave him alone! Nobody tells me what to do! Not my parents, not the principal, or that whore Wait in the bathroom! Max? Chloe? No way. You again. Warren! Go! Go! I got this! Get in, Max! Get your punk asses out of there now! Don't even try to run! Nobody! Nobody!